Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Dennis, 3:1 gewonnen in Aue. Wie groß ist die Freude über den Sieg? Ja, für mich persönlich, ich bin sehr, sehr glücklich und jetzt endlich auch mal den ersten Sieg mit dem Verein ja, zu holen und erst recht dann noch, wenn es so ein Derby-Sieg ist, ja, ich bin sehr, sehr glücklich, ich finde, die Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Wichtiger Sieg im Jahr 2019, der erste im Jahr 2019, ganz wichtig für uns. Ich denke mal, das haben wir alle gesehen, was nach dem Abpfiff los war, was für ein Stein vom Herzen gefallen ist und nee, einfach schöner Sieg, schöner Tag, schöner Moment. In diesem Jahr leider noch kein Spiel gewonnen gehabt. Dann hier heute in Aue gespielt und ich denke, wie wichtig das für uns alle war, hat man am Ende beim Feiern mit den Fans dann gesehen. Beschreib mal das Spiel, es waren wieder zwei recht unterschiedliche Halbzeiten. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel auch schon eigentlich unter Kontrolle hatten, aber nicht zwingend genug waren. Das haben wir uns in der Halbzeit dann vorgenommen, umzusetzen und besser zu machen und ja, das ist uns dann eigentlich perfekt gelungen. Ja, der Trainer hat uns ja nochmal hochgepusht und ja, dass es ein besonderes Spiel halt auch ist für uns und ja, dass wir jetzt einfach rausgehen sollen und ja, Vollgas geben sollen. Ja, war natürlich ein wichtiges Tor für uns zu dem Zeitpunkt. Hat mich sehr gefreut für die Mannschaft, aber ich denke, das Wichtigste war, dass wir dann noch 3:1 gewonnen haben und den Sieg oder die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Was hat dir der Trainer vor deiner Einwechslung gesagt? Dass ich es genießen soll und dass das mein Tag wird. Und das hast du dann umgesetzt? Ja, ungefähr. Ich hatte zum Anfang ein bisschen Probleme, muss ich sagen, weil ich ein bisschen überfordert war, weil es auch überraschend für mich kam. Aber dann, gut, nach dem Tor, muss ich sagen, die Minuten waren schön. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich sehr für den Jungen, er hat sich sehr richtig verdient. Gibt immer Gas im Training, ist immer da für uns, supportet uns in jeder Phase. Und ja, ich denke, es gibt hier keinen, der dem Jungen heute das Tor nicht gegönnt hat. Als Eric dann noch das dritte überragend macht, gut, dann wusste man halt, dass das Ding heute durch ist, dass wir das Sachsen-Derby gewinnen. Wie wichtig ist dieser Sieg hier in Aue? Extrem wichtig. Solche Siege sind immer schön. Siege gegen Aue im Sachsen-Derby sind noch schöner. Und ich hoffe immer, dass wir den Rückenwind mitnehmen können in die nächsten Aufgaben, in die Woche, in die englische Woche. Ich sag mal so, mit einem Sieg in englische Woche zu starten ist schön. Ja, so ein Sieg war für uns sehr wichtig jetzt, genau auch in der Phase. Und wir wollen jetzt dran ja, ansetzen und Donnerstag direkt weitermachen. Speziell die Fans wird es freuen, endlich mal wieder gewonnen zu haben und dann noch im Schacht. Wie wichtig ist das für den Verein und das gesamte Umfeld? Ja gut, die Fans sind sehr, sehr wichtig, sind ein sehr großer Teil. Erst recht bei dem Verein sind die Fans halt A und O. Und ja, wir freuen uns als Team, dass wir denen das jetzt schenken konnten, so einen Sieg. Und ja, wir freuen uns alle zusammen. Wir wollen natürlich die positive Energie mitnehmen in die Woche. Wir haben jetzt noch 2 Spiele in dieser Woche, die beide schwer werden. Dessen sind wir uns bewusst. Aber ich denke, so ein Befreiungsschlag auch für den Kopf, der tut gut und das müssen wir jetzt mit in die nächsten Spiele transportieren. Der 1. April 2019 wird sicherlich ein Tag sein, den du nicht vergessen wirst. Nee, definitiv nicht. Das werde ich wahrscheinlich noch ganz vielen erzählen. Und ich sag mal so, das erste Tor vergisst man ja wahrscheinlich eh nicht und dann noch in so einem Spiel. Das ist für mich als Dresdner Junge gibt es eigentlich nichts Schöneres. Danke dir, Leo. Dankeschön.